4. Oh, er ist geflohen! Zu früh gefreut! Oh mein Gott, Frau. Oh mein Gott! Oh, Leute, was geht ab, Leute? Hier? Willkommen zu einem Rayquaza Raid. Und zum C-Day und zum Regen. Also, C-Day fängt erst in eineinhalb Stunden an. 21, 28. Schrecklich. Nee, schade. So, schauen wir mal. Digga, ist er noch nicht tot. Jetzt hat. Ich hab schon aufgehört zu tippen, weil ich dachte, er wäre schon tot. Und? Boah, richtig schlecht. Schauen wir mal. Kommt heute noch was? Kommt heute noch was? Nee, kommt nicht, Mann. Dimi war schockiert, als er gehört hat, dass ich schon 40 Raids gemacht habe und noch keinen bekommen habe. Ja, werden wohl 41 sein. Hab angenommen. Er ist so still, Alter. 15:59, gleich beginnt's. Es sind voll viele Rocket Stops hier. Ich habe auch gerade einen hier angemacht. Nicht angemacht, besiegt. 16 Uhr, es fängt an. Go, go, go. Go, go, go. Erstmal mit allen natürlich Geschenke und so. Grüße gehen raus an alle. Das hätte ich besser vorbereiten sollen. So. Grüße gehen raus an Barsch 1003, der gerade Prüfung hat anscheinend, laut seinem Status hier. Saftige 100.000 EP. Grüße genau an Dragunau. Mach einfach auf. Ja, Steffi hat so das erste geklickt, sehr witzig. Bleibst du, Mann, komm. Jultek, was geht ab? Aus Hannover, Alter. Demnächst schaue ich in Hannover wieder vorbei. Faro Kaito aus Hamburg, Mann, Kollege, der rappt. Die anderen machen hoffentlich auf. Jetzt können wir uns erstmal das hier und dann noch die besten Freunde nicht vergessen. Bam, bam, bam. An sich sind es heute nicht so viele, weil Raid Day und so wird auch immer geöffnet. Oh ja. So, Shiny Check. Shiny Check. Shiny Check. Gehen wir ein, direkt am Anfang. Grüße gehen raus an Yuki aus Berlin. Und, nee, erstmal nicht. So, jetzt haben wir es auch schon. Beste Freunde gehen raus. Bam, Grüße gehen raus an Alex. Alter Yu-Gi-Oh! Spieler eurer sogar. Bam, bam, bam. Ich habe leider zwei Leute. Die sind einfach tot. Die sind jetzt schon ein, zwei Tage vor beste Freunde seit Monaten. Ich brauche dringend eine Einladung, die ich dann denen schicken kann. Checken wir mal, ob wir ein Schenige. Ne, haben wir leider nicht geplust haben. Da ist noch einer. Ja, auf geht's, Shiny Young. Erstes Shiny schon, direkt nach 5 Minuten. Läuft bei uns. Sieht echt geil aus, finde ich. Dimi, ich habe es gerade erklärt nochmal. Jedes kann zu God of War werden, aber nur männliche zu dem männlichen Galagladi. Hunderter? Was? Ach, null. Ah, zwei. Fast. Krass, gell? Sag nicht da dran. Oh, okay. Puh. Was hat er das? 250. Voll schlecht. Ah, ja. Shiny Nummer 2, direkt danach. Ups. Aber treffen sollte man schon. Vielleicht flüchtet die wieder eins. Bitte? Vielleicht flüchtet die. Oha, böse. Schaut im Video vorbei. So. Heavy Check.
Shiny Nummer 3. Heute könnte ich einen neuen Rekord bekommen hier. Nein, das ist jetzt nur die erste Stunde. Wenn es so weitergeht, mein Rekord war, keine Ahnung, 11, 12, Lavita oder so, glaube ich. Nee, nicht Lavita. Dann noch mehr Shinies halt eher. Der eine da. Okay. Oh mein Gott, wieso schmeiße ich Silberne? Unnötig. Ich war zu gehypt, weil ich so viele Shinies jetzt habe. Shinies. Kaffee wert auf 15. Also sonst nichts? Sonst was. Okay. Shiny Nummer 4, Leute. Heute geht's echt ab, in den ersten 15 Minuten. Wenn es so weitergeht, könnt ihr das ja hochrechnen. 4. Oh, er ist geflohen! Zu früh gefreut. Oh mein Gott, Frau. Shiny, oh mein Gott! Das ist wohl die Shiny Nummer 4. Ist weg. Weg ist er, einfach so. Der andere ist nicht geflohen, Mann. Leider doch nicht. Shiny Nummer 5. Wir gehen über das vierte Shiny. Es kam die Fluchtanimation, ihr habt es gesehen, ich habe es auf Kamera. Aber ja, der ist im Beutel. Der ist einfach im Beutel, richtig komisch. Hier, Shiny Nummer 5. Bam. Also erstmal Shiny Nummer 6. Und wie mir überraschenderweise auf einmal Shiny Nummer 5 gab. Und wir gehen gerade über Evo, was halt dieses Wochenende ist. Paar coole Spiele sind mit dabei. Demi wollte der Smash Channel starten, Smash Ultimate. Wobei Melee auch cool ist. Melee ist halt richtig oldschool. So, ID-Check. Rang 15. Wir haben ein Shiny, aber es ist ein Plus. Wieso nicht? Was gibt's hier als Belohnung? Weiß ich nicht. Was war das erste? Dieser Samen, okay. Dieser Flora. Hast du Powerbank für mich? Hat mich voll gebildet. Ich? Ja, die mir hat meine. Oh mein Gott, ich hab einen Ball mal gespielt. Und? Unser erstes Ei? Mobile, leider zu früh. Event hat auch nicht angefangen. Oh mein Gott, wie viel Pech. 14, 14, 14. Endlich wieder ein Shiny. Shiny Nummer 7. Lange Zeit nichts bekommen. Critical Catch. IV-Check. Die Rocket Stops sind da ein paar. Auch sehr beliebt, immer bleiben die Leute stehen und machen die. Ich dachte, die Leute finden es eher nervig, aber schon gefragt. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr die Stops nervig findet oder ob ihr alle macht. Ich muss das mit 10 sagen, 10 Kilometer, Alter. Ach so, und? Oh mein Gott, bitte nicht, Mann. Wir wussten nicht, dass nur 10 Kilometer heute kommt. Und Dimi freut sich die ganze Zeit, Alter, 10 Kilometer, 10 Kilometer. Und anscheinend kann nur Trasse aus diesen 10 Kilometer Eiern kommen. Echt leidend, Mann. Deswegen öffnet auch jeder die Geschenke von mir. Ich so, hä? Der Kerl macht nie Geschenke auf. Weil er wahrscheinlich nur 7er blocken will, um keinen 10er zu erdrehen, weil Trassler. Ich habe jetzt ein totes 10 Kilometer da drin. Und die mir 7 oder so. Moin. Oh mein Gott. Shiny Nummer 8, Leute. Und es fängt an zu regnen. Ich habe einen 10er, Leute. Und es ist nicht Trassler. Das ist ein Ei aus Dresden, wenn ich richtig geschaut habe. Aber, oh nein, aber es ist ein Trassler-Ei irgendwo da drin. Keine Stops drin jetzt. Shiny. Ich wollte das schon weglegen. Aber shiny. Nice. Den gönnen wir uns natürlich auch noch. Aber das Spannende kommt ja erst danach, wenn man tauscht. Aber ich habe schon viele von denen. Sag's dir ruhig. Noch ein Shiny, aber es ist ein Shiny Griffel. Heute ist komisch. Muss ich ihn aber erstmal hier treffen. Vorhin Shiny Plussel, jetzt Shiny Griffel. Vielleicht kriege ich ja noch einen Shiny Retter. Den habe ich verpasst jetzt beim Event. Wir sind gerade an einer vorbeigegangen, sie hat gesagt, sie chillt hier, hat genug Shinies. Ich wollte gerade sagen, man kann nie genug Shinies haben. Und dann kam ein Shiny. Aber keiner von denen ist gut. Ich habe heute noch einen Glücksrausch offen, aber mache ich nicht für Trassler. Der kommt schon noch. Kann man eigentlich auch normale Tausche jeden Tag machen und dann wird der vielleicht einer davon shiny. Lucky. Ausbeute, Leute. 13 Stück, ein Plussel und ein Griffel. Wir entwickeln jetzt natürlich ein paar. Aber das müsst ihr, glaube ich, nicht sehen. Und den Raid machen wir natürlich auch und ein bisschen tauschen. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Wie viele Shiny habt ihr bekommen? Und wir haben hier noch ein 10er. Das ist aber, glaube ich, das Trassler. Wieso fühle ich mich eigentlich. Oh, Trattini.
So, Glückstausch. Entei Shiny. Ja, Entei Shiny. Alter, wenn wir sie machen. Ja. 1984 für euch. Ich auch. Ja, du auch. Bereit? Ich bin soweit, ja. Habt ihr Glückstausch oder so? Ja. Mhm. Shiny Ente. Ja. 1984 hoffentlich. Ja. Beide. Oh, 1960. Ja, toll, 1945. Was? USA. Der regionale. Das haben wir ja schon, das Pferdchen. Das ist ein Stier. Nix. Shiny. Alter, krass. Sein fünftes. Mein ja, erstes nach 50 Raids. Sein fünftes. So fühlt sich das also an. Yeah. So Leute, nächster Morgen. Fazit. Ja, war ein erfolgreicher C-Day. Vor allem danach wurde es noch recht erfolgreich. Shiny Rayquaza. Bisschen getauscht. Ein 100er Lucky. 3 98er. Zwei davon Lucky. Einer komplett ohne Lucky, einfach 98 geworden. Ja, jetzt brauche ich Bonbons, falls ich die alle maxen will. Weil ich habe schon Godewar Max 100 und 1 98 sehr hoch und Gala Gladi 100 nicht gemaxt, aber morgen Max on Monday, schaut vorbei, da wird auf jeden Fall ein bisschen was gemaxt. Ansonsten, ja, großes Thema ist mit den Zähne-Eiern und Raster. Ich wusste davon nichts, habe mich aber damit noch nicht beschäftigt. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr davon wusstet, also vor dem Event, oder ob ihr das dann auf schlimme Weise erfahren musstet, indem ihr selber diese toten Eier bekommen habt. Und dann natürlich eure Meinung zu den, dass es halt überhaupt in den Zehnern war und das nur Zehner waren. Also die ganze Aktion von Niantic mit Traster, beim Traster-Seeder mit den Eiern. Ich mache dazu später noch ein eigenes Video, weil es gab schon ein bisschen Furore im Internet und das belüftet mir natürlich wie immer beide Meinungen. Aber das war's von mir, Leute. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Wie viele Shinies habt ihr bekommen? Habt ihr einen guten Shiny? Habt ihr einen Shiny Lucky? Habt ihr einen 100er? Alles unten in die Kommentare. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Anomies auf. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.